Zeitgleich mit den Vögeln erwachen wir auf diesem Campingplatz mit wunderschönem Ausblick in die Sierra Nevada und noch schöneren Erinnerungen an den gestrigen Fahrtag, der da mitten hindurchging. Es gibt ein Frühstück ohne Vorbildcharakter, aber dafür mit Vogelgesellschaft. Hola amigos! Heute machen wir uns auf den Weg nach Portugal. Und das erste Etappenziel für heute ist Torre del Mar, weil wir wollen jetzt so ein bisschen unten am Meer entlang fahren. Das ist zwar nicht die kürzeste Strecke, aber bekanntlich ist ja der Weg das Ziel. Und da wir sowieso 2 Tage eingeplant haben, haben wir gedacht, wir fahren mal einen Abstecher am Meer vorbei, um uns da die schöne Gegend anzugucken. Und weil immer wieder Leute fragen, wie ich das Fell befestige, ich mache einfach hier am Sturzbügel einen Spanngurt rüber und hinten auch noch mal einen zur Sicherheit, beziehungsweise die Tasche liegt halt auch noch mal drauf. Da ist es echt bombenfest. Daumen hoch. Los geht die Fahrt. Dass diese ersten Kilometer auf der A348 am heutigen Fahrtag noch als Entschädigung dienen müssen, werden wir erst im Laufe des Tages feststellen. Hier ist jedenfalls ein echtes Paradies für Motorradfahrer und Knieschleifer, die auf der Suche nach kurvenreichen Strecken sind. Freunde, das ist hier die Straße. Das macht wirklich Spaß, bei einem Top-Belag hier sich einfach so fließen zu lassen. Die Sonne scheint. Herrlich, 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 herrlich. Thank you.
frische Verdunstungsduft vom heißen Wasser. Einmal schön sauber alles machen hier. Schön, schön. Das ist wirklich toll, ne? Dass sie das hier kostenlos anbieten. Wow, das ist sehr, sehr schön hier durchzufahren. Einfach diese hohen Felswände links und rechts. Krass, Mann. Ultra hoch ist das. Boah. Bisschen wie diese Schluchten in Marokko. Die Todra und die Dadis-Schlucht. Nur, dass es hier ein bisschen weniger eng ist. Aber die Felswände von der Höhe her, das passt schon. Wow. Ey, krass. Also dieser Teil von Spanien lohnt sich ganz offensichtlich auch. Zumindest auf Straße. Das ist die Stadt Salobrena. Genau, die kam jetzt kurz nach den Felsen. Von hier startet auf jeden Fall die Fahrt am Meer mit einem Ausblick in das blaue, unendliche Wasser. Das ist ja auch der Grund war, warum wir uns für diese Strecke entschieden haben. Boah, aber furchtbar muss es doch sein, hier Urlaub zu machen, oder? Also ich stelle mir das ganz unangenehm vor, mit 100 anderen Touris da am Strand, Liege an Liege und dann den ganzen Tag nur in der Sonne. Furchtbar, die Küste hier ist ganz schön zugebaut, ne? Also für mich wäre das gar nichts. Nee, absolut. Ich finde das ja schon schlimm, wenn man beim Campen irgendwie mit seinem Zelt aufpassen muss, dass man nicht den Hering ins Zelt vom Nächsten schlägt oder so. So, wir sind gerade eingefahren in die Provinz Malaga, vorbei an einer Bikerbar und ganz vielen Bikern, ja. Und sofort, wenn man aus den Städten rausfährt, wo sich quasi der Tourismus trubelt, sofort wird es irgendwie auch wieder schöner. Wir haben uns gerade schon gewundert, dass sie auch gar nicht so viel blitzen hier. Bis jetzt haben wir kaum eine Blitze gesehen. Der Urlaubsort Salobrena ist der reizvollste Ferienort an der Costa Tropical, an der tropische Früchte wie Avocados und Mangos gedeihen. Hier findet man den beliebtesten Strand für die im Hinterland gelegene Stadt Granada, von dem einige Küstenabschnitte sogar im Schutze der Sierra Nevada liegen. Im Hochsommer ist es hier besonders an den Wochenenden proppenvoll. Das muss man mögen. Wir nicht so. Ich bereue es gerade fast schon, dass wir dieses Torre del Mar jetzt hier anfahren. Die Waage zwischen schönen Streckenabschnitten und solchen grässlichen Touri-Ort-Durchfahrten. Caroline, die hält bitte sich nicht so über die tollen Hotelanlagen, die hier voll aufgebaut wurden. Die hält sich noch nicht so ganz in der Waage. Eieiei. Und die fahren hier auch, also wirklich Schnarch. Schnarch, Schnarch, Schnarch. Naja, man soll nicht klagen und immer schön im Kreisverkehr geradeaus fahren. In der Hoffnung, dass die 20 Minuten für die 11 Kilometer schnell vorbeigehen mögen. So, hier ist schon Torre del Mar. Das hörte sich echt süßer an, als es ist. Ich hätte mir da ein bisschen mehr von erhofft. Ich glaube, wir geben jetzt hier gleich Autobahn ein und dann so schnell wie möglich Richtung Portugal. Das Problem ist einfach, die bremsen bei jedem kleinen Hubbel runter bis auf null. Ich bin gerade schon fast zweimal jemandem hinten reingeballert. Ja, weil du da Netflix auf dem Navi guckst. Nein, ich gucke immer nur, wie viele Kilometer das noch geht hier. Ich will nicht mehr. Vielleicht sollte man vorher sich besser informieren, wie Orte aussehen, ehe man dahin fährt. Aber gut, jetzt weiß ich zumindest, wo ich nicht nochmal hinkomme. Torre del Mar ist ein südspanischer Küstenort an der Costa del Sol zwischen Malaga und Nerja. Mit etwa 20.000 Einwohnern und gefühlt nochmal genauso vielen Touristen ist er der Bevölkerungszahl nach der zweitgrößte der Gemeinde Vélez Málaga. Für uns steht fest, dass wir solche Massentourismusorte zukünftig meiden. Plötzlich sehe ich am Rand der Straße eine Art Kolonne aus Pferden mit schick gekleideten Reitern und Kutschen. Vorne voraus fährt ein Polizeiauto. Was dahinter steckt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht eine Hochzeit oder irgendein anderes Fest?
Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Campingplatz gefunden, der ultra schweineteuer ist und gar nicht so geil. Aber wir haben keine Lust mehr zu fahren bei der Hitze. Es sind gerade 36 Grad oder was stand auf deinem Motorradtacho? Dieser wunderschöne Campingplatz für Läppsche. 34,20 Euro. Tja, Freunde, dieser Preis ist natürlich auch gerechtfertigt. Immerhin hat man hier einen Swimmingpool. Und was für einen. Leer ist er. Nee. Ist klar. Auf jeden Fall bauen wir jetzt auf, sind ganz happy. Der Fahrtag hat auf jeden Fall Kilometer gebracht und die Erkenntnis, dass wir niemals Urlaub in Torre del Mar machen werden. Es sei denn, die haben Cola Zero for free gekühlt. Auch das dann ist nicht, er auch zu kriegen. Nicht. Nee, ich? Das ist ein Getränk, das hast du in mein Leben gebracht. Ich trinke normalerweise nur Wasser. Genauso wie Schokolade, so. Chips, alles schon, ich immer, ne? Eine Sache freue, was die Heimkehr angeht, ist eine ordentliche Ernährungsumstellung. Heute ist auch ein denkwürdiger Moment in der Geschichte der Menschheit, denn Queenie hat ihren Kilometerstand auf 85.000 aufgerundet. 185.000 oder nicht? Ja, was habe ich denn gesagt? 85.000. 185.000. Ist das nicht geil? Ich liebe dieses Moped so, so sehr. Oh, schön. Ich habe ja auch einen richtigen Langläufer hier. Ich bin auch schon auf stolze 13.500 Kilometer gekommen. Das ist wirklich ein tolles Motorrad, Julian. Wie machst du das nur? Wahnsinn, ne? Was so ein Motor alles leisten kann. Hier kommt noch ein kleiner Tipp von mir. Damit keine Schlangen oder Getier in meine Stiefel reinkommen, mache ich einen immer sehr eng. So. Den anderen mache ich etwas weiter und stecke dann den anderen da so oben rein. Und dann erst mache ich den unteren quasi so eng, dass nichts hineinschüttet. Das war der Vorführeffekt. Aber ihr wisst, das Prinzip habt ihr verstanden, oder? Übrigens muss ich sagen, die Stiefel fahre ich ja jetzt zum allerersten Mal on sowie offroad und ich bin total begeistert. Leicht wie so ein normaler Wanderschuh. Bei den anderen fühle ich mich ja immer so ein bisschen wie der letzte Mann auf dem Mond. Aber mit denen hier ist es wirklich anders. Da fühle ich mich wie eine Balletttänzerin. Nee, aber so ähnlich. Mach die schnellen Wimpern nochmal eben. Schneller. Das ist ein sehr guter Trick. Gegen das Getier, ja. Hier sind nämlich a lot of snakes and bumblebees and something like that. Wow. Vielleicht noch ein Dinosaurier. We don't know. It's better to care for it, yeah? Ich mach's trotzdem nicht mit den Stiefeln. Du nicht? Nee, ich mach's nicht. Ja, weil du bis dich eine Schlange beißt. Yes. Niemand sehen und weh. Ja, ich hab's dir vorher gesagt. Manchmal muss der Schmerz der Lehrer sein, ne? Freunde, man kennt es. Und es gibt heute noch einen Verlust zu beklagen. Dankeschön. Während der Fahrt durch Torre del Mar hat diese GoPro-Halterung kläglich versagt. Sie ist einfach abgefallen beim Fahren. Normalerweise war das Ganze so. Und ich sehe das immer vorne, das kleine Hörnchen. Und dann fuhren wir über so einen Langsamhubbel, ja, wo die einmal auf Null runterbremsen. Und dann macht es plopp weg. Ich will das da raus haben. Jetzt simulierst du aber gleich ein bisschen. Warum geht das denn nicht? Gib das mal her. So. Es ist einfach rausgebrochen, obwohl das Original GoPro ist. Das ist jetzt in den 5 Jahren, wo ich das ungefähr nutze, das zweite Klemmstativ, was sein Leben gelassen hat. Ich finde, es ist okay. Es ist natürlich extremen Rüttelungen ausgesetzt und da wiederum auch macht sich die zusätzliche Sicherung bemerkbar, die ich montiert habe. Ja. Zwar eigentlich jetzt gar nicht gehalten, aber... Das Ding lag auf der Straße, Caro. Das ist alles Müll, was du da hast. Ich hatte das noch nicht richtig montiert. Also eigentlich habe ich hier sowas. Man hätte noch eine zusätzliche Sicherheitsleine nehmen sollen. Dann hätte das gehalten. Also normalerweise ist ja das hier so dran. Dann kommt der Stab, dann... Habe ich das halt hier so drum gehabt, hier noch zusätzlich gesichert. Ne? Aber das versteht kein Mensch. Leute, ich wollte euch damit nur sagen, eine Sicherheitsleine ist immer sehr gut. Aber man sollte vielleicht auch noch eine zweite Sicherung machen. Damit das wäre halt so das Optimum gewesen, nur leider ist es da rausgefallen. So lernt man mit jedem Verlust, den man erlebt, auch was Stative angeht. Hier,
Ja. Ich möchte an dieser Stelle mal ein Lob an diese Stiefel aussprechen. Ich finde die Sachen von Lied sowieso ganz geil. Das sind zwar richtige Motocross-Stiefel, daher mit diesen Uhrensachen nicht so richtig gut zu vergleichen. Allerdings sind diese als nicht wasserdicht ausgeschrieben und haben trotzdem auf den ersten Fahrtagen mindestens 150 Kilometer im strömenden Regen dicht gehalten. Und die sind halt auch ultra bequem von auf Anhieb. Also da gibt es nichts mit Eintragen und irgendwie was. Sind gut. Haben hier so ein Gelenk, so ein richtiges, ne? Wie deine haben das jetzt auch, ne? Gegen Fußverdrehungsschutz, ne? Dass die Knöchel nicht brechen. Ich wollte nur sagen, weil halt manche sich schon so beömmelt haben darüber, dass Julian halt so weiße Schuhe fährt. Und er hat leider ein Leiden, davon muss ich euch jetzt berichten. Und zwar kann er keine anderen Farben als weiß an seinen Füßen tragen. Das ist nun mal Fakt, er kann das, es geht einfach nicht anders. Das ist ganz witzig, ich habe tatsächlich so eine Art Schuhbehinderung. Ich habe ausschließlich weiße Schuhe, ungefähr 20 bis 30 Paar, das ist schlimmer als die meisten Frauen und die sind alle weiß. Ich kann mit andersfarbigen Schuhen eigentlich nicht laufen. Falls ihr auch solche Ticks habt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Julian hat nun seins, also uns allen kundgetan. Ich fühle mit. Und du hast außerdem, brauchst du dich gar nicht mal herausreden, diese Frau, die hier am Telefon sitzt, hat nämlich selber ein Schuhregal, was komplett voll mit weißen Schuhen ist. Aber ich habe auch schwarze. Also ich habe 20 weiße und 30 schwarze. Und dann gehen wir noch shoppen. Wo wir hier eben schon wieder beim Thema Schuhe waren. So sieht das nämlich in der Realität aus. Schuhe haben wir nicht gekauft. Dafür... Wir haben schon wieder Donuts gekauft. Wir ernähren uns nur sehr gesund mit natürlichen Nährstoffen. Das Getränk ist übrigens blau. Besser das Getränk als ich. Am nächsten Morgen treffen wir einen anderen Motorradreisenden aus Lettland, der ganz frisch vom ACT Portugal berichten kann. So, you are on the way. To Pyrenees ACT. I just finished... Portugal ACT. It's really nice. I meet some Portugal two brothers and we done it together and we done it in 4 days. Instead of five. It was crazy ride. First 3 days we were thinking that we are on some pet track, not ACT. Okay. But after that it was more nice. But yes. We enjoy every day. It was perfect. Which bike do you ride? I have KTM 1190. I think the biggest minus is that I have a small front wheel. It will be better with 21, but it is how it is, and okay. I've done everything with this bike, yeah. You have this big light in front of... It saves a couple of times me. Yes. When I arrived to Portugal, yes. ACT, I come from Spain, it was really asphalt road, small to the mountains. Yeah. And that light saved me, because it was crazy. At the night time, with original lights, it's really no chance, out. Yeah. Cool, and you have a very big navigation system there. Yeah, it's like a tablet, yeah? Yeah, it's like a Samsung tablet. It's socially good. My friend made this and sell it. Andy on the bike on the Instagram, and you can close it and no one can steal it. It's like it's closed and it's like lock it. Yeah. Cool. So you would say it's a good choice for this road, or? Yeah, it's perfect. Yeah. But weather is was 31 degrees. Sometimes that it was pretty hot, but we were lucky because there was like no slow tracks, and it was windy, and that was good. How hard is it to ride this? Is it for beginners or for advanced? Or yeah, these Portugal guys, he said that one place is like the peak or the highest mountain. 2 years ago, he drove with a mountain bike. Mm-hmm. It was no problem. But now with this, he said it was really hard because last winter there was a lot of rains. Yes. And all the roads are flushed, and you will see. Okay. you are going there. Yes. And then you will see this. Cool. Easy ACT tour for big bikes, adventure bikes. Yes, I'm very excited. Thank you for this statement. See you. Yeah. Have a good ride. Yeah, thank you too. Bye. Bye. Mehr von ihm seht ihr auf seinem Instagram-Channel. Heute geht es also ein paar läppische 200 Kilometer circa nach Portugal. Los geht die Fahrt. Ein weiteres Fazit, was uns der Campingplatz der letzten Nacht lehrt: hohe Preise stehen nicht automatisch für hohe Qualität. Unsere Empfehlung ist daher, eher die kleinen, feinen Campingplätze anzufahren. Die kosten meist weniger und haben dennoch mehr zu bieten.
Am Rand einer Tankstelle erstaunt mich der viele Müll, der hier rumliegt. Abgesehen von diesem eher unschönen Bild ist die Fahrt aber echt okay, weil fließend und die Geschwindigkeit kühlt bei der Hitze etwas ab. Wir überqueren den Rio Guadiana, einen ca. 750 Kilometer langen Fluss, der durch Spanien und Portugal fließt und an zwei Abschnitten auch die Grenze zwischen den beiden Ländern bildet, so wie hier, wo er der Punkt zur Überfahrt nach Portugal ist. Einfahrt nach Portugal und begrüßt wurden wir gerade erstmal von so ein paar Storchnestern, also mit einem Storch oben drin. So, und wir bleiben nicht lange auf der Autobahn, in 2 Kilometern geht's ja auch schon ab. Ja, krass, ich kriege hier eine SMS, die wird auf meinem Navi angezeigt, auf dem Sumo XT, die O2-Preise für Portugal. Aber das Navi verbindet sich irgendwie automatisch mit dem Handy und zeigt dann an, gerade ja auch die WhatsApp-Nachrichten, die ich bekam während der Fahrt. Das ist echt verrückt hier. Kostenlose Notrufnummer in Portugal ist die 112. Gerade mal von der Straße abgebogen, sehen wir auch schon Orangenbäume. Schon die erste typische Sache für Portugal. Geil, was ist das hier? Sind das Bohnen, ein Bohnenbaum oder sind das kleine Bananen? Es ist super schön hier, wow. Große Palmen, alles so schön weiß verputzt. Hier sitzen die Leute wieder mit ein bisschen mehr Geld. Ja, das sieht so ein bisschen nach Feriensiedlung aus, ne? Ferienhaussiedlung. Feel free to relax. Okay. Und nochmal Portugiesisch hört es übrigens dann ganz auf, mit Sprachgeschichte. Ja, also da bin ich auch, keine Ahnung, bin ich auch überhaupt nicht bewandert. Also, Apropos Wandern, sie hat nichts drunter, glaube ich. Der Campingplatz, den wir an diesem Abend allerdings über Umwege anfahren, liegt in Tafira und wird auch auf der Seite der Adventure Country Tracks vorgeschlagen. Es ist, wie ihr gleich und im nächsten Video seht, ein super Ort, um das Abenteuer zu starten, wenn man vom Süden in den Norden Portugals fahren möchte. Wir haben einen Platz gefunden, Freunde. Wunderschön. Vorteile dieses Platzes. Erstens, es gibt einen Pool. Zweitens, er kostet nur 20 Euro und für ADAC-Mitglieder gibt es noch 20% Rabatt. 2 Euro gespart. Und, was wollen wir noch sagen, wir haben ein bisschen Schatten. Rechne nochmal ganz kurz nach. 20 Euro und 2%. Was fehlt denn 20%? 2% von 20 Euro, das wird ja immer besser. Was an? 10%? Das sind 2 Euro von 20 Euro. Das ist 20%. Das muss jetzt aber schnell gehen. 2 Euro von 20 Euro sind wie viel Prozent in 3, 2, 1? Nein, du setzt mich unter Druck, dann setzt mein Denken komplett aus. Wie viel mal ist 2 Euro sind denn 20 Euro? 10. Also 10%. Yes, jetzt kannst du hier wieder dein Kindergeklatsche einschneiden hinterher. Ja, sehr schön. Wir haben hier echt Platz in einem Schatten von einem Baum gefunden. So, mal gucken, ob die hier schon al dente sind. Man sagt ja immer, wenn sie kleben bleiben, dann sind sie das. Ich glaube, sie sind fertig. Ja, ich glaube auch. Als Dessert gibt es Heuschrecke. Das ist ja die größte Heuschrecke, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist so groß wie dein Finger, noch größer sogar. Im nächsten Video geht es dann endlich auf die abenteuerlichen Spuren der Adventure Country Tracks Portugal. Schalte also gerne wieder ein. Wir sehen uns!